Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir werden heute zusammen eine Tasche nähen. Ich habe ja versprochen, jetzt kommen wieder mehr DIYs. Und ja, das ist das erste. Und wir halten es diesmal ganz, ganz einfach, weil es auch für Anfänger geeignet sein soll, damit ihr üben könnt, weil ich möchte öfters mal Nähanleitungen machen. Und wenn euch irgendwas unverständlich ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt und mir sagt, wie ich das nächste Mal besser machen kann. Und ja, damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann, tschüss! Da wir das Ganze diesmal richtig einfach haben wollen, nehmen wir uns eine Tasche, die bereits fertig ist, zeichnen einmal drumherum. Vergiss nicht die Nahtzugabe von mindestens 1 cm, wenn du sie gleich groß haben möchtest. Und dann schneiden wir das Ganze natürlich aus. Wenn du dann beide Teile fertig hast, dann kannst du dich ans Dekorieren machen. Ich habe mir hier eine Katzenschablone gemacht und Textilfarbe benutzt. Du kannst natürlich machen, was du möchtest. Du kannst da Perlen draufsticken oder was draufnähen oder eben wie ich Textilfarbe benutzen. Wenn du so wie ich Textilfarbe benutzt hast, wartest du natürlich so lange, bis das Ganze getrocknet ist. Kannst dann gerne noch ein paar Details hinzufügen. Ansonsten legst du jetzt die Stoffe rechts auf rechts, das heißt, dass die schönen Seiten nach innen zeigen und außen sind die nicht ganz so schönen Seiten. Dann steckst du das Ganze drumherum fest, wenn du dir sicher bist, dass alles gerade ist, außer die obere Seite. Die bleibt natürlich offen. Dann nähen wir alles fest zusammen und am Anfang immer daran denken, einmal hin und zurück zu nähen, damit das Ganze wirklich fest ist. Wenn du runde Kanten möchtest, dann machst du das folgendermaßen. Du machst die Nadel wieder in den Stoff fest, hebst das Füßchen hoch, drehst das Ganze ein kleines Stückchen, machst den Fuß wieder runter und nähst normal weiter. Das Ganze machst du jetzt auch mit der Innentasche, bis auf eine klitzekleine Ausnahme. Und zwar wirst du an der Seite oder an dem Boden ein kleines Loch offen lassen. Du kannst auch ein größeres Loch nehmen, aber eigentlich sollte es reichen, so ein kleines Loch zu nehmen. Die nächsten Schritte erscheinen dir vielleicht etwas kompliziert, aber lass es dir ein bisschen durch den Kopf gehen und dann weißt du genau, wie ich das meine. Hier schneide ich noch schnell die übrig gebliebenen Stoffe ab. Von den Kanten, das sieht dann einfach schöner aus. Jetzt lässt du den äußeren Beutel, der später den Hauptbeutel darstellt, auf der falschen Seite und den Innenbeutel machst du auf die richtige Seite, also auf die, die schön aussieht. Steckst den inneren Beutel jetzt in die Tasche rein. Also Kante auf Kante, Naht auf Naht. Dann nimmst du dir deine Henkel, die kannst du übrigens so lang machen, wie du möchtest, steckst sie zwischen die beiden Stoffe und steckst das Ganze natürlich fest, damit sie nicht verrutschen. Dann kannst du den Beutel noch Naht auf Naht an den Seiten legen, damit du weißt, dass alles gerade ist. Und dann nähst du oben einmal komplett drumherum. Wichtig ist immer, den Stoff nicht ziehen oder schieben, der macht das ganz von alleine mit der Nähmaschine. Dann nimmst du das Ganze auseinander, fest in das Loch rein und ziehst die Stoffe durch. Mach es am besten langsam, damit nichts kaputt geht. Du hast ja viel Zeit. Ich habe mich hier ganz schön beeilt und hätte fast das Loch größer gerissen, als es eigentlich war. Und schon sieht man nur noch die zwei schönen Seiten. Jetzt nimmst du dir die Tasche und nähst nochmal oben den Rand knappkantig einmal drumherum. Das sieht dann einfach schöner aus. Ich gebe dir hier mal den Tipp, bügel das Ganze vorher glatt. Ich habe das nicht gemacht und habe es bereut.
Am besten erstmal glatt bügeln und dann kann man nochmal drumherum nähen. Da seht ihr schon den Fehler, falls ihr es gesehen habt. Ja, so sieht das dann eigentlich aus. Man sollte sich auf jeden Fall Zeit lassen. Hier habe ich mir noch eine kleine Innentasche genäht. Das habe ich jetzt nicht extra gezeigt, weil das ist eine Sache, die kann man machen, muss man aber nicht. Und befestige das Ganze mit Knöpfen innen fest. Falls du dafür auch nochmal eine Anleitung brauchst, sag mir gerne Bescheid. Das ist einfach für die Wertsachen, damit da keiner rankommt. Jetzt ziehen wir uns nochmal den Innenstoff raus und kümmern uns um das Loch. Wir stülpen also das Ganze um. Dann hier nochmal den Tipp, bügel das Ganze nochmal fest, damit es einfacher ist. Und dann nähen wir das Ganze einfach zu. Das wird ja eh nicht zu sehen sein, da es die Innentasche ist. Und wieder einmal hin und zurück, damit das Ganze fest ist. Und damit ist die Tasche auch fertig. Sollte es nicht ganz verständlich gewesen sein, würde ich mich freuen, wenn du mir sagst, wo denn der Fehler gelegen hat, damit ich es das nächste Mal besser zeigen kann. Und ja, damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video guckst. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Tschüss!